Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored The Knife of Dunwall. Wir haben das letzte Mal Justiziar Tim herrlich schlafen gelegt. Ich frage mich, weil das hier ist eine Glasvitrine, ob die das hören würden, wenn ich da ein bisschen Lärm mache. Oder in die Nähe zumindest. Oh, sehr gut. Okay, das ist ekelhaft. So. Der Locus. Genau. Was war das für eine Tür gerade? Ah, die konnte man nicht aufmachen. Das ist ja Timsch. So. Ich probiere es. Hat geklappt, sehr gut. Aber wo war der gerade drinnen das letzte Mal? Links. Hier. Ein Gedicht von Delilah. Okay. Wer das gelesen haben möchte, der spult einfach kurz zurück. Okay. Oh, Dosen. Sehr gut. Eine Rune, sehr schön. Was ist das? Okay, eine Statue. Was? Justiz. Also ich kann mit der reden, mit der Statue. Ja. Wer sind Sie? Ich verstehe Ihre Neugier. Ich bin anders. Ich ging bei einem Bäcker im Dunwall Tower in die Lehre. War als Kind mit Jessamine befreundet. Dann machte ich mir einen Namen als Malerin. Aber jetzt will ich etwas weitaus Größeres. Ich hoffe, das reicht Ihnen. Denn mehr werde ich nicht sagen. Ich sollte sie einfach töten. Aber ich belasse es bei einer Warnung, meinen Schwestern zuliebe. Sie haben sie in der Vergangenheit sehr beeindruckt. Halten Sie sich von mir fern. Es wird große Veränderungen geben und ich will nicht, dass Sie sich einmischen. Mein Arm reicht weiter, als Sie glauben. Was Arnold Timsch angeht, machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Ist mir egal. Ich brauche ihn nicht mehr. Nach der haben Sie gesucht? Naja, ganz schönes Biest. Und die Bilder sind grauenhaft. Ich weiß, Sie haben Ihre Gründe. Jo. Hat die mir gerade nachgeschaut oder leide ich langsam unter Verfolgungswahn? Denke ich, ja. Wobei, es gibt so Bilder, die einem immer nachschauen. Ja, ja. Die finde ich ziemlich cool. Mal übrigens so am Rande erwähnt. So, hier sind immer noch zwei Wachen. So, die Frage ist, wie kann ich... Ich kann den Justiziar nicht finden. Weiß er denn nicht, dass General Turnbull kommt? Oben im Arbeitszimmer. Sie wissen, wie er ist, wenn seine Nichte da ist. Er hasst sie. Und sie hasst ihn. Nette Familie. Kommt mir bekannt vor. Du hast ja nicht so viel Zeit, wenn der aufgeht, Gott sei Dank. Oh, oh, oh. Der darf die beiden ja nicht zu Gesicht bekommen. Es ist jetzt schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Der schaut in die andere Richtung. Der schaut genau daher. Oh. Du musst aber schnell sein. So, perfekt. So, dich legen wir zu den anderen Spacken da. Perfekt. Den Alarm werden wir gleich mal ausschalten. Oh. Sehr gut. Verdammt. Notiz von Tim an Scott. Und jetzt will hier aber keiner hochkommen, oder? Ist ja ganz schlecht. Oh. Sich im Testament nicht selbst als Begünstigten. Er
vermacht das Erbe Delilah. Das ist allerdings ein bisschen komisch. Aber was wir auf jeden Fall mit dem Schlüssel noch machen können... Haben wir irgendwo jetzt noch Runen oder irgendwas? Schau, da hinten ist noch eine unten. Unten, genau. Und sonst glaube ich was nirgendwo. Aber hier war doch noch diese eine Ding, oder? Habe ich die schon geöffnet? Diese eine Truhe. Ne, hier. Galvani-Verbundgewebe. Verbesserungen also. Das ist sehr praktisch. Ja. So, ab jetzt sollten wir wieder schleichen. Oder nein, ein bisschen laufen geht noch. Oh, keine weiteren Mana-Tränke mehr. Das höre ich doch immer gerne. Dass keine weiteren Mana-Tränke genommen werden können, weil das heißt, wir sind voll. So. Hier unten. Warum schießt nicht, wenn er Haar macht? Das verstehe ich nicht. Warum hast du nicht gleich geschossen? Eines das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich mir so etwas leisten können. Sonst uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen. Die Chancen stehen gut. Lieber ein bisschen Vorsicht als Nachsicht. So. Was ist hier noch? Oh, da ist noch ein Knochenartefakt. Okay, wie es ausschaut, ist das hier die Haupttreppe. Beziehungsweise der Hauptgang. Wo ist ein Knochenartefakt? Da hinten war eins. Warum ist das nicht Nummer? Alter, das ist außerhalb des Gebäudes. Das ist der letzte. Nein, da unten sind noch zwei. Dann hätte ich mir das aufheben. Die Pfeile, ja, auf jeden Fall. Müsste aber schnell sein. Glaubst du, dass du nicht gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Bitte, wohin geht der? Der geht da runter. Das ist aber nicht dein Ernst. Moment, das könnte ich aber... Mel, auf der Zeitlos brauchst du nichts mehr tun. So, boah, das war gerade noch so. Puh, na gut. Ist aber nochmal gut gegangen. So. 1, 2 und wir haben noch 3 Bolzen. Zumindest für den werde ich einen Bolzen nehmen. Er ist außerhalb und der ist gar nicht in dem Raum. Und jetzt? Jetzt gar nichts. Das ist nur ein Anwalt. What the fuck, der kann eh nichts machen. So. Der hat ziemlich seltsame Strumpfhosen an. Von S an J. Wer ist ein S und J? Also wahrscheinlich nur Anwälte. Irgendwelche Spacken. Achso, der patrouilliert außen. Das ist kein Problem. Ich sollte nur versuchen, die Typen hier ein bisschen zu verstecken. Weil ich weiß noch aus meiner Erinnerung des ersten Spieltagslaufs, dass der Justiziar dann gleich durch das ganze Haus einmal rennt und nachsieht, weil wir ihn ausgenockt haben. Okay. Das so Badezimmer finde ich immer ein bisschen seltsam in diesem Spiel. Ich
weiß nicht warum. Ja, es gehört aber dazu, das finde ich gar nicht so ist schlecht. Ist das Tarotkarten? Die Tarotkarte die Welt nehmen, eine zufällige Tarotkarte zählen, ziehen, nichts machen. Die Welt nehmen, oder? Jetzt gehört die Welt uns. So lustig. Lege die Tarotkarte vor den Füßen welcher Person ab? Vor den Füßen der Person ab, deren Augen schwarz wie das nicht sind. Das ist der Outsider, das heißt, wir müssen die vor den Outsider-Schrein legen. Alter, die ist da unten, aber ich finde die ja nicht. Oh. Da. So, sehr gut, perfekt. Noch. Ja, die kriegen wir. Das ist eine Notiz an Arnold. Ja, diese Dinge kriegen wir, diese letzte Rune, wenn wir das Rezept der Lumpengräfin vervollständigen. Mhm. Ja, dann auf zum. Ja, es ist nur die Sache, ich muss jetzt wie gesagt noch den Weg von allen Wachen, die herumliegen, säubern, weil sonst schlägt der Timsch dann gleich Alarm. Das heißt, ich sollte die beide hier gut verstecken. Ganz hier in den Schatten. So. Ich glaube, wenn die so im Dunkeln liegen, sieht der die nicht. Ist nur halt die Sache, hier oben waren auch noch zwei, oder? Oder doch nicht? Scheinbar doch nicht. Na gut, das wird schon passen. Ich würde aber sagen, der Outsider-Schrein war hier drüben. Genau hier. So, dann legen wir die Karte mal dorthin. Hier, Ritual. Ort. Bitte. Blut auf die Karte tropfen, okay. Oh. Das muss wehtun. Vor allem durch den Handschuh. Eine blutige Karte nehmen, okay. Wo, was jetzt mit der Karte? Optional verbrenne die blutige Karten im Ofen eines Mannes, der davon träumt, alles zu beherrschen. Also, Timsch. Ja, im Kamin drüben. Ja, oben, im obersten Stock war ja, der, glaube ich. Ja. Ist ziemlich gut gemacht, das Rätsel, muss ich sagen. So, hier, oder? Mhm. Bitteschön. Burn the card und her mit der Rune. Dankeschön. 7 von 7 Runen. Können wir jetzt... Ja, wir können teleportieren verbessern. Das ist sehr gut. So. Ideal. Würde ich sagen. Du musst ja da noch irgendwo hin. Ja, ich muss jetzt unten den Luftverteiler, den Sack rausleeren. Aus dem Luftverteiler, oder? Eher den Sackinhalt in den Luftverteiler rein. Diese Glockenspiele und so machen mich zugegebenermaßen ein bisschen nervös. So. Aber dass ihm überhaupt nichts ausmacht, dass er einfach mal mit seinem Schwert sich in seine Hand ritzt. Typisches Ritzkind, dieser Daut. Gell? Mhm. Das muss furchtbar wehtun. So, und Luftverteiler, den Sack entleeren. Bitteschön. Leere den Sack in den Luftverteiler, okay? Nicht tödlich greife nicht ein, wenn er General Turnbull Timsch festsetzt, okay? Was für ein Gestank! Der Hals da ist. General Turnbull. Ja, ich habe Sie erwartet. Treten Sie ein. Hier stinkt's wie in einem Weinerloch. Ich dachte, wir wären hier sicher. Das sind wir. Die Gegend hier wird dreimal die Woche durchkämmt. Justitia Timsch. Bitte, nennen Sie mich Arnold. Wir sind Freunde. Hier, das hier erklärt alles. Der Regent hat es verfasst. Übrigens, ich kenne Ihren Vornamen noch gar nicht. Wie bitte? Soll das ein Witz sein? Ich wüsste nicht, was daran lustig sein soll.
Justitia Timsch. Das ist ein Brief des Lordregenten von vor einem Monat, in dem angeordnet wird, dass ihr Haus wegen eines massiven Seuchenfalls umgehend geräumt werden soll. Und dass sie ihren persönlichen Besitz verlieren, falls sie sich widersetzen sollten. Von vor einem Monat. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass Sie über dem Gesetz stehen? Was? Zeigen Sie her! Das ist unmöglich! Justitia, ich muss Sie leider festnehmen. Und sollte ich oder einer meiner Männer wegen dieses Besuches die Seuche am Hals haben, verspreche ich, dass Ihr Kopf rollt. Nein! Das ist nicht das richtige Dokument! Das... Schafft ihn raus, bevor er noch aus den Augen blutet. Und sichert das Haus! Es steht unter Quarantäne. Ja, Sir. Er ist ohnmächtig. Und jetzt? Lieber nicht anfassen, wenn ich mich anstecke. Ich warte, bis er aufhört. Okay, das war also die Geschichte vom Justitia Timsch. Ein so, Typ, dem man besser nicht begegnet. Jetzt fliehen wir durch den Keller. Und jetzt, glaube ich, ist nur noch zum Ufer des Bezirks. Justizbezirks. Alter, ich glaube... Du besoffene Amsel, du. Aber ich glaube, wir können über oben schneller fliehen. Das glaube ich nicht. Doch, weil oben war sogar ein... Ohne Tisch können wir jede Hilfe gebrauchen. Wie diese Delilah. Hör bloß auf. Willst du das verrückte Weibsbild wirklich wiederhaben? Ich kann den Namen nicht mehr hören. Alter. Also, sie sind alle wieder munter, gell? Nein, nicht. Das sind, glaube ich, neue. Die anderen waren immer blau. So, du legst dich jetzt auch hier hin, weil da sind ja noch alle vorhanden, es sind nur jetzt, glaube ich, die dazugekommen, die das Haus durchkämmen sollen. So, du drehst dich jetzt bitte um. Ja, hinter die Tür geh, das ist ja nicht da hinter der Tür. Ja, und jetzt kannst du einmal. So, ich lege einfach mal hierher. Die ganz unsanfte Art. So, und wo willst du jetzt hin? Da war ein Ausgang da hinten, das habe ich mal gemerkt. Und zwar hier. Mhm. Genau. Zum Ufer des Justizbezirks gehen. Mhm. Jetzt war es richtig. Suppi. Ganz toll. Ich weiß. Das bin ich halt. Entferne die Wahlleitungs- von Sicherheitssystemen mit wie einer Lichtschwelle. Ne? Ja, das machen wir eh ständig. Ja, ja. Diese Tipps sind eigentlich nur für Leute, die gerade am Anfang sind. Okay, dort nach hinten. Jetzt sind wir also überall drüber. Warum, hier haben wir eh nichts. Nicht um zu ihr. Das ist so unnötig, was du jetzt tust. Ja, wir haben hier eh alles mitgenommen, hoffe ich. Ich habe Talia gesehen. Sie wartet am Treffpunkt. Da waren wir ja schon. Ja. So. Das Öl muss aufgebraucht sein. Okay, hier haben sich auch die Wachen scheinbar wieder regeneriert, oder? So, dich lege ich einfach mal hier rüber. So, jetzt
du auf die Laterne dauert und jetzt noch hier rüber. So. Na, rüber. Und rüber. Frauenerbin Emily Caldwin wird noch immer vermisst. Wer über Hinweise verfügt, die zu ihrer Entdeckung führen, kann mit einer hohen Belohnung rechnen. Supi. Er will sonst keiner. Verkackte Seuche, ich weiß. So, mitten am Platz lassen wir dich aber nicht stehen. So. Talia und der Hafen. Perfekt. Geht sich auch zeitlich super aus, dass wir jetzt noch kurz mit Talia quatschen. Jawohl. Und dann die Folge beenden. Sehr gut. Die Feinde des Justiziars haben zugeschlagen. Er wurde als Seuchenopfer in Gewahrsam genommen. Hier ist das Testament. Das sollte reichen. Vollends. Aber ihnen wurden Informationen versprochen. Nun, Delilah hatte meinen Onkel in ihren Bann gezogen. Er war besessen von ihr. Sie hatte im Tower gearbeitet, bevor Sokolov sie unter seine Fittiche nahm. Sie war Malerin, Künstlerin. Ganz gewiss unter unserem Stand. Mein Onkel war ganz in sie vernarrt. Aber er wirkte immer älter und ließ uns nachts Kerzen anzünden. Er hatte Angst vor der Dunkelheit. Eines Nachts waren wir alle bei Waverly Boyles für eine Seance. Wir wollten Spaß haben. Wir wussten nicht, was wir taten. Ich hatte immer geglaubt, bei Seancen erscheinen nur die Toten. Aber auf einmal stand Delilah vor uns. Mein Onkel ist fast gestorben vor Schreck. Sie war irgendwie da und nicht da. Es sah aus, als wäre sie weit weg. Im alten Brigmore-Anwesen. Sie malte an einer Staffelei, malte einen Namen. Ihren Namen, Daud. Mehr weiß ich nicht. Ich hoffe, sie finden, wonach sie suchen. Also, ist die schon jetzt Ewigkeiten auf der Suche nach uns, oder was? Die Delilah, ja. Ja, das ist irgendwie beängstigend. Und was Billy Lurk uns zu sagen hat und wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal bei Let's Play Dishonored The Knife of Dunwall. Bis dahin, tschüss. Tschüss.